Welches hat assistive Lernsysteme und das adaptive Learning angesprochen, was auch sehr interessante Tools sind, derer man sich bedienen sollte. Denn Messung von Lernfortschritten und auch unterbreitete Vorschläge zum verbesserten Lernen sind erstrebens- und wünschenswert. Doch ich denke, hier muss vielleicht auch die aktuelle Leistungsermittlung und Bewertung überdacht werden. Denn um Lernfortschritte zu messen und im besten Fall auch Vorschläge zum verbesserten Lernen machen zu können, muss nach dem kompetenzorientierten Unterrichten auch ein kompetenzorientiert getestet und bewertet werden. Und ich denke, da steht uns noch ein sehr, sehr langer Weg bevor. Die Diskussion in puncto Prüfungen, Dezemberprüfung langfristig eventuell abzuschaffen, ja oder nein, ist auch ein Punkt, der gezeigt hat, ist das noch beispielsweise ein aktuelles Messgerät, um zu überprüfen, ob die Schüler die Kompetenzen erreicht haben oder nicht. Ich denke, Herr Freches hat viele Vorteile der Digitalisierung angesprochen, die auch über die Krise hinaus beibehalten werden sollten. Jedoch dürfen die Nachteile auch nicht außer Acht gelassen werden und auch ernst genommen werden. Denn als Schule müssen wir natürlich auch den Schülern die Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit garantieren müssen. Sie sprachen es in puncto Internetverbindung an. Ich denke, der digitale Wandel ist möglich und auch nötig. Aber es müssen halt alle mit ins Boot genommen werden. Sowohl die Schulen, die Eltern, die Lehrer und das vor allem gleichermaßen. Also ich denke, da ist auch noch ein langer Weg, der uns bevorsteht. Und genau. Dankeschön.